Hallo meine Freunde, herzlich willkommen, neue Runde mit Starbound. Hallo Xyra, hallo Avo. Hallo. Moin, ich bin ganz aufgeregt, bin ich. Du bist aufgeregt, warum? Ja, weil so toll. Ich hab da Lagerfeuer gemacht, mal einmal so für alle, die es nicht gesehen haben. Mhm. Avo, ich bin so stolz, dass du nach den ganzen Jahrtausenden der Menschheit, ne, es geschafft hast, selber mal ein Lagerfeuer zu machen. Ich weiß halt, wie es geht. Deswegen habe ich das ja auch gemacht. Ja, ist dir klar, dass deine Vorfahren haben echt lange dafür gebraucht, das zu schaffen. Und du schaffst das innerhalb von 3 Folgen? Ja, ja. Ich mache jetzt gerade mal eine Gärtnerwerkbank. Wir brauchen 2 Türen. Ich mach mal hinten wieder weg. Ich will auch eine Tür nach hinten raus haben. Ja, ich auch. Also, ja, wenn du weißt, guck mal, ob ich das jetzt gerade rausfinde. Es sei denn, du weißt, wie man eine Tür baut. Ansonsten lass es erstmal. Ich weiß nicht, wie man eine Tür baut. Ich habe jetzt erstmal Holz weggemacht. Jetzt habe ich eine Tür. So, wo ist denn jetzt hier einmal die? Ich kann eine Fackel, ich kann eine Holzplattform. So. Wie brauche ich denn die Teile hier? Ich kann euch eine Holztür bauen. Das ist schön. Ich komme gleich damit runter. Ich brauche Holz. Wie mache ich denn Holz? Indem du Baumstämme abbaust. Ja, aber ich muss daraus ja Bauholz machen. Wie mache ich denn Bauholz? Wenn du Holz abfarmst, kannst du bei dir im Crafting-Menü daraus automatisch Bauholz machen. Im Crafting-Menü? Mhm. Da steht es. Gefindet. So, ups, das ging ja fix. Ich glaube, dann sollte ich mehr machen. Wenn das so schnell geht, dann werde ich es wahrscheinlich oft verbrauchen. Das geht ja so einmal dritt fertig. Dritt? Dritt. Und dann ist, warum bin ich draußen? Es regnet. Ah. Und die Tür hat auch noch keiner zu. Wie mache ich denn die Tür zu? Ah, mit so. E. Immer mit E. Wo ist denn mein ganzes Erz, das ich gesammelt habe? Und jetzt kann ich machen, Okay. Jetzt gerne einmal diese Kiste. Bin gleich bei euch. Ja. Sag mal, konnte man nicht irgendwie so bauen, dass man drüber gehen kann und dass man einfach nur Space-Taste und runterdrücken zum Runtergehen braucht? Ja, das machst du mit Treppen. Ich stell hier oben mal was hin. Jetzt habe ich eben was gebaut und weiß nicht, wie ich da rankomme. Eine Erfinderbank irgendwie. Ja, aber was ist damit? Naja, ist bei dir im Inventar. Habe ich eben gebaut. Erfinderwerkbank, Handwerkstisch. Okay, ist bei mir im Inventar, sagst du. Mhm. Warum sehe ich die da nicht? Musst du mal die Reiter durchklicken. Oder ist das der Reiter? Der Reiter? Wie meinst du das, der Reiter? Der Reiter, ob das die Erfinderwerkbank ist. Nee, warte mal, einmal gucken. Aha. Crafting, Erfinderwerkbank ist das, was ich da unten schon hingestellt habe. Aber warum, wenn ich das hergestellt habe, warum habe ich das? Ich verstehe das nicht. Nicole? Ja? Jetzt komme ich nur noch die Treppe hoch, aber nicht mehr raus. Wie, nur die Treppe hoch, aber nicht raus? Pass auf. Ich muss aufpassen, okay. Ich bin schon wieder oben. Jetzt bin ich unten. Ja, pass auf, nee, wenn du auf der Treppe stehst. Ja. Runterdrücken, Space. Oh, runterdrücken und ducken. Nein. Also ducken und Space. Gleichzeitig. Also ducken und springen. Du weißt ja nicht, wie er es belegt hat. Dann sagen wir doch ducken und springen. Ducken und... Gleichzeitig drücken. Also, wenn ich... Und jetzt ducke ich. Aha. Ich muss erst springen und dann ducken drücken. Nein, eigentlich musst du beides gleichzeitig. Also, wenn ich das nacheinander mache, dann schaffe ich es. Wenn nicht, dann nicht. Ja, das ist wieder... So. Einmal mit Profis.
Ich gehe einfach oben. Ich gehe die Treppe hoch und gehe dann hinten raus. Geht auch. Sag mal, meintest du nicht in der letzten Folge, dass du noch Setzlinge hast? Ja, ich habe Baumsetzlinge. Magst du die hier einmal gleich hinterher setzen? Und ich habe ja im Schiff auch noch was. Kann man sich so Kästen machen? Ja, irgendwann, irgendwo bestimmt. Oh, ich habe Maissamen. Die lege ich jetzt mal dorthin. Und dann mache ich... Das finde ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen kompliziert. Was denn? So, wo kann ich denn die hin tun? Ist das hier ein Garten oder was ist das? Weiß es nicht. Oh, okay, so geht's noch. Dieses Holzding, ist das hier ein Garten vor der Tür? Ich hab's da nicht hingesetzt. Also, ansonsten reiß ab und mach das eben und dann... Gut, da bin ich da voll dafür. Ich mach mal weg. So, ich bin gerade dabei, eine Hacke zu machen, damit wir Sachen anpflanzen können. Ja. Nur, wo kriege ich eine Schnur her? Ich kann's nicht wegmachen. Kann man das nicht wegmachen? Nein. Ein... Doch, okay. Kann man. Wieso kann ich das nicht wegmachen? Rechte Maustaste gedrückt halten. Weil das Hintergrund ist. Rechte Maustaste war das, ja. Ja, weil die also ich sag mal, die verdunkelten sind immer Hintergrund. Das ist rechte Maustaste. Sagt mir natürlich keiner. So, ein Seil ist ja keine Schnur. Wo kriege ich eine Schnur Was her? Was nehme ich denn da? Ich mache jetzt hier erstmal Platz. Wäre aber auch schön, wenn du das dann gleich einigermaßen begradigst, weißt du? Die Erde, dass wir hier eine Ebene haben. Naja, nun lass mich doch erstmal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Oh, und Verzeihung, ich wollte nicht reinreden. Genau, warum tust du es dann? Ich hole jetzt nochmal ein bisschen Holz. Weil er es kann. Schon mal, ja. Und was ist eure Meinung? Wie lange geht jetzt diese Runde von unserem Together? Oh, das könnte länger werden. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Naja, wenn wir erstmal überhaupt mit der kleinen Storyline anfangen und so, das könnte also interessant werden. Ich sage jetzt 40. Sagst du? Hm? Guck mal, sagt der nicht aufnimmt, der hat da gar nichts zu bestimmen. Haha. Nee, ich denke mal so, vom Storyline her und von der Motivation her, denke ich mal 40 Folgen. So, wir sind jetzt in Folge 3 und haben bisher ein Eis geschafft. Aber das, das ist immer herrlich, also, wenn jemand mit einem Let's Play anfängt und direkt schon ans Aufhören denkt. Ja, das denke ich nämlich auch immer. So, siehst du, das hat er jetzt davon, jetzt wird er geschlagen. Und hat natürlich das Vieh direkt ins Haus gelassen. Ist ja klar, das ist bad. Hehe, du kannst mir nix, du kannst mir nix. So, jetzt habe ich aufgeräumt, nehme den Block da weg. Und, ich bin ja hier wegen Holz. Ja. Er hört sich an wie Mr. Rossi. Kennst du noch Rossi? Kenn nur einen Rossi. Das ist der weltbeste Motorradfahrer, den es gibt. Nein, der Rossi aus dem Fernsehen. Der Rossi, der das Glück findet oder sucht. Okay. Kennt ihr nicht? Gott. Nö. Wir gucken nicht viel Fernsehen. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. So, wie setze ich denn dann jetzt? Also ich habe das Ding in der Hand und jetzt? Rechte geht nicht, linke geht nicht. Du musst es immer irgendwo ransetzen, ne? Du kannst nicht mitten in die Luft. Ja, ich wollte es auf der Erde setzen. Ach so. Geht aber nicht. Erde da. Ich kann das nicht setzen. Aua. Was willst du denn setzen? Na, das, was ich in der Hand habe. Den Maissamen. Achso, dafür musst du erstmal... Ich bin ja dabei, also, die Hacke zu machen. Ach, ich brauche... Ach, du kannst es eigentlich einfach pflanzen. Keine Forge, eine Forge meint er. So, ich verstehe. Ja, was ist denn eine Forge? Eine Forge ist auf Englisch ein Ofen. Eine Schmiede? Ach ja, stimmt ja. Mhm. Ja, Verzeihung. Das ist einmal mit Profis. Na, einmal nur. Ich habe einen Schmetterling eingesperrt. Aber die Bäume, die kann ich ja so setzen, glaube ich. Wieso habe ich einmal 2 und einmal 9 Bäume? Hm? So,
So, jetzt habe ich das. Achso, jetzt muss ich. Guck mal, Welt macht hier schon wieder alles kaputt. Nee, wieso? Ich baue da auf, dass wir ein bisschen Platz haben. Ach, baue ich dafür auch noch Forge? Aha. Ich habe einen Baum gepflanzt, ich habe mein Lebensziel erreicht. Da musst du nur ein Haus bauen. Und Kinder zeugen. Nö, das muss man nicht. Ja doch, aber das gehört ja dazu. Ein Baum pflanzen, ein Haus und Kinder. So heißt es doch. Ja, so heißt es. Man muss ja nur nicht alles für bare Münze nehmen. Nein, nein, oder? Heute ist man es... Man muss ja nur nicht jeden Trend mitmachen, ne? Heutzutage ist es dann wohl eher ein Haus und ein Baum und ein Auto. Wo kriegt ihr jetzt das Seil her? Wo das deutschen liebsten Kind, ne? Ich habe Bäume gepflanzt, glaube ich. Bin ich jetzt doof? Da, Seil. Pflanzenfaser. Habe ich ja alles dort. Da hat einer keine Tür gemacht. Doch, späh ich ein. Edge. Ach stimmt, ich wollte die Tür runterbringen. Ach shit, ich brauche Fackeln. Aber eventuell, wenn hier alles klappt, komme ich dann nämlich gleich schon mit einer Hacke, damit wir... Okay. Achso, Pflasterstein fehlt jetzt noch. Hier? Kann man sich hier eigentlich auch sowas wie eine Kiste machen, wo man Sachen reinlegt? Ja. Das ist schön. Ich mache jetzt erstmal einen Anbau. Mir ist das hier irgendwie zu klein. Das habe ich auch schon gedacht, als ich da war. Deswegen bin ich auch so schnell wieder weg. Es war mir ein bisschen zu eng. Den mache ich wohl. Ich habe Pflasterstein mitgenommen. Wie baue ich denn dann was im Hintergrund? Ich nehme an, der Dunkle, was ich hier rechte sehe. Rechte Maustaste. Rechte Maustaste, genau. So geht das. Webstuhl. Was mache ich denn da? Hallo. So, am Webstuhl werde ich ja wohl Faden bekommen, ne? Das heißt, ich muss das in rechten und linken reinsetzen, oder? Ich verstehe. Ach so, geht nicht. Mhm. Das ist ein bisschen eng hier. Wo habe ich das Ding denn jetzt? Ach so, geht das. Ich verstehe. Da komme ich ja gar nicht hin. Wie bist du da hingekommen? Ich muss hüpfen. Aha. Wohin? Du kannst auch einfach die Treppe hochgehen. Könnte ich auch. Wäre eine Möglichkeit. Du weißt nur nicht, wie man die Tür aufmacht, oder was? Doch. Ich bin ja nicht dumm. Das hat auch keiner behauptet. Doch, du? Nein. Das weiß ich ganz genau nicht. Ich habe damit nur ausgedrückt, dass du nicht ganz helle bist. Siehst du? Was natürlich viel besser ist. Ich hab Hunger. Wie komme ich denn jetzt an, was zu essen? Ich habe doch irgendwo... Ich glaube, ich muss mich... Moment. Ach du Scheiße, ich muss essen. Ja, ich auch. Oh, yeah, ich bin so schlau. Bevor ich jetzt hier wieder Blödsinn mache... Wollte Xyra nicht mit ihrer Hacke kommen? Ich bin doch dabei. Ich musste nur erstmal dafür einen Schmiedeofen herstellen, Kupfer einschmelzen, einen Webstuhl herstellen. Dafür musste ich noch Sachen sammeln, damit ich eine Schnur herstellen kann. Und jetzt kann ich an der Gärtnerwerkbank endlich die Hacke herstellen. Das war ein bisschen Arbeit. Er schlag dich gleich. Also echt, weißt du, ich sehe hier echt zu, dass ich das schnell mache und renne hier hin und her und komme mir schon ein bisschen doof vor, aber ich habe jetzt die Hacke und komme damit jetzt runter. Ich und hause dir in den Kopf. Ich tue erstmal ganz kurz hier mein Inventar. Und hier unten ist es nachts. Jetzt. So. Da holt er mich hier nachts runter. Aha. So, wie benutzt man die denn? Ah, so, okay. Achso, jetzt habe ich meine Saat oben vergessen. So. So, ich denke mal, das reicht bisher. Jetzt haben wir auch noch Monster drin. So. Wieso habt ihr das denn schon weggenommen, ohne dass die Tür da ist? Ich habe hinten den Eingang freigemacht, obwohl keine Tür da ist. Und ich krepiere hier gleich deswegen. Oh, weißt du was, Abo? Die ist so viel am Meckern, ne? Und die weiß gar nicht, was wir die ganze Zeit schon schaffen. Ne? Mal, ihr schafft gar nichts. Habe ich nicht irgendwann, wo ich das hinten freigemacht habe, gefragt, wie ich eine Tür herstelle? Ja. Hast du. Und wo ist die Tür? Ja, ich weiß ja nicht, wie ich sie herstelle. Hat mir keiner gesagt. Das wusste ich auch nicht. Ich musste das auch ausprobieren. Na, einer muss doch eine Tür vorne hergestellt haben. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe Weizensamen in der Tasche. Immer noch. Wie gesagt, die hatte ich nicht hergestellt, sondern die hatte ich geklaut. Ach, du hast eine Tür geklaut.
So, jetzt muss ich dann aber gucken. Ich tue meine Sachen jetzt erstmal alle auf dem Schiff in Sicherheit bringen, für den Fall, dass ich sterbe. Ich bin nämlich gleich irgendwie, habe ich ja schon wieder nichts. So, Bauholz. Kommt jetzt einmal hier hin. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich denn... Wie kann ich... Wo ist denn so. Die jetzt hin? Ach, da. Ihr könnt nach Hause kommen, ich ist safe. Brauch, ist, ja, ja. Ich brauche aber was zu essen. Ich habe ja nichts zu essen. Da haben wir Schlamm. Okay, machen wir da hin. So, jetzt erstmal hinsetzen und ein bisschen heilen sein. Hier. Da haben wir Holz. Da haben wir Bauholz. Da ja, haben wir Stein. Oh, ich habe Leder. So. Ich brauche Bäume. Wie kann ich das denn jetzt so machen, dass ich zum Beispiel meine Sachen, die ich mitnehmen möchte, teile, dass ich nicht alles mitnehme? Rechte Maustaste vielleicht? Das weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Oh Gott, oh, mein Schiff sieht so krumpelig aus. Das ist... Hier ist so Unordnung. Da gibt's hin. Ich habe hier alles, was ich gebaut habe, jetzt einfach immer erstmal hingeschmissen. Und, ja. Dementsprechend sieht es hier jetzt gerade aus. Ich bin hier einfach mal kurz so ein bisschen am Sortieren, dass ich hier mal so ein jo, bisschen... Jo. So, genau, ich wollte... Hier... Pflanzenmaterie, daraus mal ja sowas wie Halbanen und so, ne? Achso, das ist ja. Weizen, Rosenfutter, wo hab ich denn... Dann mache ich das, weil ich habe nämlich das Gefühl, ich sterbe gleich schon wieder, weil ich nichts zu futtern habe. Hm. Ja, mit dem Essen ist schwierig. Das könnte man auch so machen. Man könnte auch vielleicht mal Monster jagen gehen, weil die geben manchmal auch ein bisschen Fleisch ab. So, Weizensamen, Kartoffelsamen, Tomatensamen habe ich. Nur nicht hoch. Also nur, ich brauche da wohl noch irgendwie was anderes für, wa? Weil nur mit den Pflanzen, mit der Pflanzenmaterie kriege ich jetzt kein Dings. Warte mal, hast du schon was gegessen? Wer? Ah, wo? Ich? Achso. Nee, ich bin, ja, ich habe jetzt zweimal Mais gegessen, aber mehr habe ich nicht. Ich habe dir Dosenfutter in deine Kiste gelegt, wo du neben stehst. Dosenfutter. Wo ist denn hier Futter? Habe ich ein bisschen weiter unten hingepackt. Ich bin, der macht schon wieder piep, piep, piep. Ich bin das so gewohnt, mit meinem Daumen das Inventar zu öffnen und zu schießen. Such immer das Kreuz. Oh, ich bin fast voll. Das ist ja... Jetzt kann ich wieder was machen. Also, Bauholz. Und Holz. Es wird Tag. Und dann sollte ja erstmal reichen, ne? Mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. So, aber das wieder. Ich habe das erste gepflanzt. Ich bin ein Mensch des Lebens. Mhm. Ja, stimmt. So langsam, glaube ich, verstehe ich das auch mit dem rechts, links da oben. So, wir haben jetzt einmal Tomate, einmal Kartoffel und einmal, weiß ich nicht mehr, was ich halt vorhin vorgelesen habe. Ja, guck doch mal in meine Kiste noch mal rein, wenn du da pflanzen kannst. Ich habe nämlich Kartoffelsamen und Weizensamen in der Kiste, ganz links oben. Los, komm runter hier. Ich sehe, dass du ausreichend isst. Mit einem vollen Magen wird sich dein Körper langsam regenerieren und sich heilen. Mensch, das ist ja ein super Tooltip. Hast du mitgekriegt, was sie gesagt hat? Ja, dass du bei dir noch Seeds hast, die hole ich jetzt. Müsste denn die ganze auch wieder am Ende sein? Nee, wir haben noch ein Minütchen. Boah, ist der heute, der ist heute schnell, wa? Der will ja Himmel, die Zähne. Wer? Na, du. Da? Nee. So, ich mache jetzt hier erstmal einen Durchgang, also ein bisschen Platz. Das ist ja... Mach ich muss immer klettern, habe ich keine Lust zu. Weizensamen, Kartoffelsamen. Ja. Ich nehme mal den Holzzaun bei dir mit, Avo. Mhm. Damit umgrenze ich so ein bisschen unseren Garten, ja? Ja, kannst du gerne machen. Ich wusste gerade nicht, warum ich den im Inventar haben sollte. Nö. Ich mache hier erstmal ein bisschen Platz. Ich habe keine Lust, immer zu klettern. Ich helfe dir. Ach, jetzt bin ich hier wieder in ein Loch reingefallen. Ich werde gleich malig. Ja, das ist halt bad, ne? Ja. Deswegen heißt da er ist ja der auch Name so. Programm. Jo. Deswegen hat er sich so genannt.
Weil er so ganz schön bad ist. Oder was? Bad ist er auch. Bad ist bad. Das ist ja unschön. Hör mal, wie kannst du das denn machen? Aber hier ist jetzt schon so schön. Wie du mit ihm umgehst. Mist, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen zu nah dran. Aber ich brauche auch noch eine Gießkanne. Sag mal, kann man hier auch Kohle brennen oder muss man wirklich nur Kohle finden? Du musst Kohle finden. Du musst Kohle finden. Ich glaube selber Kohle. Du meinst so wie bei Minecraft die Holzkohle, ne? Mhm. Ich glaube, das geht nicht. Oh, und Setzlinge kann ich gleich nochmal setzen. War es das schon? Nee, hier. Wusste ich. So, unser kleiner Garten wächst. Das ist sehr schön. Dann kann ich jetzt hier nochmal die anderen Saplings setzen. Warum hat man hier eigentlich bei der Erde, was man so abbaut, auch einen Vorder- und einen Hintergrund? Das hat naja, weil die Welt nicht Gründe. Zweidimensional ist. Naja. Kohle. So Kohle, gesehen Kohle, Kohle, schon. Kohle. So, ich begradige gerade ein bisschen die Fläche und dann ist auch gut. Ja, ich pflanze gerade noch ein paar Bäumchen. Auch der arme Käfer, der fällt immer ins Loch und kommt da nicht mehr raus. Der hat ja echt mal ein Problem. Ups. Eigentlich könnte ich das doch hier komplett begradigen. Ist doch viel besser, oder? So einfach so. Rüberlaufen. Ja. Ist zumindest einfacher, ja. Dann gucke ich doch mal, was ich in der Tasche habe. Ja. Mal gucken. Wobei, Moment mal, wir brauchen uns hier nicht auf die Füße treten. Dann sammle ich nämlich auf meinem eigenen Planeten Holz. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Ist schon wieder soweit. Ja, wir sind schon wieder drüber. Das ist oh, ja. Hier ist Nacht. Gut, dann werde ich erstmal mein Schiff ein bisschen aufräumen. Wie das aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Mhm. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Ja, tschüss.